Genau vor einem Jahr hatten wir in Norddeutschland eine historische Hitze mit erstmals 40 Grad, und zwar im Hamburger Stadtteil Neuwiedental. Und dieses Jahr müssen wir uns ja dagegen richtig warm anziehen dort oben. Das sind es locker 20 Grad weniger, und da reicht gerade im Küstengebiet das T-Shirt nicht. Da brauchst du dann schon die etwas wärmere Jacke. Warum das? Wir haben immer noch das Tief über Skandinavien. Und das lenkt aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen die kühlere Luft heran. Das sind die grünen Farben. Im Süden Deutschlands ist die Hitze auch vorübergehend mal durch. Ja, und endlich auch mal die Schwüle. Da kann man wirklich besser durchatmen und durchlüften. Das Ganze wird unterstützt von teilweise böigem Westwind. Der ist besonders kräftig im Küstengebiet, im Mittel Stärke 5. Ansonsten im Mittel Stärke 2 bis 4. Da sind auch ein paar Wolken dabei. Und dieser Wolkenschirm, der breitet sich dann im Laufe des Tages von Frankreich her zu uns aus. Am Vormittag, das sind insbesondere an den nördlichen Mittelgebirgsrändern einzelne Schauer unterwegs, ansonsten mal dichte Wolken, mal Sonnenschein und trocken. Und dann kommt eben am Mittag und am Nachmittag der erwähnte Wolkenschirm von Frankreich, überdeckt insbesondere den Westen und die Mitte des Landes. Da tröpfelt es mal ein bisschen draus. Es wird da nicht großartig nass werden. Vereinzelte Schauer und Gewitter in Alpnähe und auch einzelne Schauer im Küstengebiet und so in den östlichen Mittelgebirgen. Da kann es auch mal kurz regnen, aber ansonsten werden doch einige Regionen komplett trocken durch den Tag kommen. Und das sind mal im Süden auch endlich mal entspanntere Sommertemperaturen, Werte von 23 bis 28 Grad. Hier im Norden ist es kühler, je nachdem, wie weit man von der Küste entfernt ist, 18 Grad auf den Inseln und bis zu 22, 23 Grad im Binnenland.